In diesem Video zeige ich, wie man mit LibreOffice Writer ein Textdokument so vorbereitet, dass man eine Facharbeit schreiben kann. Ich werde zwar die einzelnen Schritte beschreiben, wie etwas gemacht wird, aber keine Begründung oder weiteren Erklärungen. Wer diese haben möchte, sollte sich das Video davor anschauen, dort bin ich sehr viel ausführlicher auf die einzelnen Aspekte eingegangen. Es ist ein neues Dokument erstellt. Ich öffne die Seitenlasche mit den Formatvorlagen und die Formatierungszeichen schalte ich ein. Der ersten Seite weise ich zu, dass es die erste Seite ist. Zur besseren Orientierung schreibe ich nur darauf, dass es das Deckblatt ist. Dann füge ich ein Umbrüche, manueller Umbruch, Seitenumbruch, Formatvorlage Verzeichnis, Seitennummern ändern. Hier füge ich gleich das Inhaltsverzeichnis ein. Verzeichnis, Typ Inhaltsverzeichnis, OK. Einfügen, Umbrüche, manueller Umbruch, Seitenumbruch, Formatvorlage, Standard, Seitennummer ändern, OK. Einfügen, Seitenumbruch, hier kommen nachher die Quellen. Dem weise ich schon gleich mal mit STRG 1 eine Überschrift zu. Dann füge ich jetzt die Fußzeilen ein, einfügen, Kopf- und Fußzeile, Fußzeile, Standard und einfügen, Kopf- und Fußzeile, Fußzeile, Verzeichnis. Ich bearbeite die Absatzvorlage Fußzeile, Vorlage bearbeiten, in der Lasche Ausrichtung gehe ich auf zentriert, okay, einfügen, Seitennummer, auch auf der Textseite einfügen, Seitennummer. Nun die Formatierung der einzelnen Seiten. Ich bin immer noch in den Seitenvorlagen, Standard mit der rechten Maustaste ändern. Linker Rand 2,5, rechts 4, okay. Verzeichnis genauso ändern. Linker Rand 2,5, rechts 4. Zusätzlich bei den Seitennummern auf die römische Nummerierung umschalten. Okay. Nun geht es an die Gliederungsebenen. Rechte Maustaste auf der Überschrift 1, Aufzählungszeichen und Nummerierung auswählen. In die Lasche Gliederung die numerisch vollständige Gliederung auswählen. In der Lasche anpassen die Ebenen 1 bis 10. Vor und hinter der Nummerierung die Leerzeichen entfernen und bei Position angeben, dass die Nummerierung von einem Leerzeichen gefolgt wird. Okay. Nun müssen wir noch die Formatvorlage vom Textkörper ändern, in die Formatvorlagen von den Absatzvorlagen, Textkörper, rechte Maustaste auswählen, auf Ändern gehen. Ausrichtung ist Blocksatz, Einzüge und Abstände eineinhalbzeilig, Schrift ist gegeben, Textfluss, automatische Silbentrennung einschalten, okay. Für das Bildverzeichnis füge ich erstmal ein Dummy-Bild ein aus der Zwischenablage. Zuerst die Bildbeschriftung, rechte Maustaste auf dem Bild Beschriftung einfügen. Bank, es handelt sich um die Kategorie Abbildung, okay. Bild auswählen, doppelte Klick darauf, in der Lasche Optionen den Namen des Bildes eingeben und die Quelle, eigenes Foto, okay. Nun wird das Bilderverzeichnis eingefügt. Einfügen, Verzeichnis, Verzeichnis, diesmal bei Typ Abbildungsverzeichnis, Kategorie Abbildung und Erzeugen aus Objektname, okay.
Nun müssen wir in den Formatvorlagen eine neue Listenvorlage anlegen, neu verwalten, die Lasche verwalten. Dem Namen geben Nummerierung Abbildungsverzeichnis, Nummerierung 1 Punkt, das passen wir noch an. Nach dem Punkt kommt noch die Abbildung, das dann heißt erst ab. Position ausgerichtet bei 0, Tabulator bei 2,5, Einzug bei 2,5. Okay, und in den Absatzvorlagen müssen wir Abbildungsindex 1 suchen, rechte Maustaste ändern. Bei Gliederung und Nummerierung nutzen wir die Listenvorlage Nummerierung Abbildungsverzeichnis. Okay, jetzt fehlt noch ein Doppelpunkt nach dem, dafür müssen wir nochmal schnell die Nummerierung des Abbildungsverzeichnisses ändern. Soll noch eine Fußzeile eingefügt werden, passiert dieses über Einfügen, Fuß- und Endnote, Fußnote und jetzt können wir etwas zu der Fußnote schreiben. Das waren jetzt alle Schritte, die in dem vorigen Video ausführlich erklärt wurden, kurz zusammengefasst. Viel Erfolg bei der Facharbeit!